8 Schritt und 2 freie Aktionen. Nächste Aktion von dir. Onga, wir müssen den Drachen hier irgendwie reinlocken. Will meine Aktion eine große freie Aktion zum Spruch oder? Kannst du noch was sagen, wenn du willst. Freibeute sind eine freie Aktion. Genau, freie Aktion hast du nicht mehr, aber du hast noch eine volle Aktion. Takra dir, du elender Wurm! Komm und schnell dich! Freier sollte nicht helfen! Ich glaube, dieses verdammte Weib. Währenddessen könnt ihr schwere Ja, Stiefel stimmt. hören und eine weitere Person taucht auf dem Platz auf. Diese Hexe beherrscht den Drachen. Wir müssen sie töten. Ronga, du kannst eine ungewöhnlich bleiche Gestalt mit adligen Gesichtszügen erkennen, der tatsächlich auch wieder sein Schwert gezogen hat. Er ist noch nicht ganz dieser namenlose Albino-Typ, aber großwüchsig, dunkle Augenringe, definitiv irgendein Adelssohn. Das könnte Ilkstein sein oder Ilkhold. Gut, dann. Die 12 ist durch, Vitus. Eine Aktion hast du noch. Ja. Wo genau ist meine Axt hängen geblieben? Du hast die in diese Richtung einmal geschmissen und die andere. Gleich an einem Genau, Trümmerteil oder so. irgendwo hier in einem verkohlten Holzbalken. In Ordnung. Hast noch Jetzt zwei mit. weitere. Es sieht mich der Drache von meiner Position aus. Er sieht dich ja, aber er kann dich noch nicht erreichen. Da musst du erstmal rumlaufen. Ja, dann biege ich erstmal wieder südlich ab Richtung der anderen. Gut. Dann wird die Hexe tatsächlich jetzt auch selber eingreifen, jetzt wo der großartige Ilkold Drachwill dabei ist. Und ich würfel für sie auch einmal eine Initiative. Sie lässt ihre Katze fallen und ihr könnt sehen, wie, oder ihr könnt es noch nicht sehen. Sie lässt einfach nur ihre Katze fallen mit einem lauten Miau. Die verschwindet wieder im Inneren des Gebäudes und der Rest von ihr wird durch den massiven Körper von Takrandir verdeckt. Vitus ist fertig. Die Hexe startet auf der 16, Mordbrenner ist tot, Runga. Ich hätte vorgezogen. Bord ist vorgezogen, dann nächste Kampfrunde. Ilkold Drachwill steigt ebenso in den Kampf ein. Und zwar auf der 23. Dann Takrandir als erstes. Er wird sich in Richtung der Hexe begeben und umdrehen. Die nächste Aktion ist, er orientiert sich, damit steigt er von der 10 auf die 14, damit ist er zumindest schneller als Priodur. Priodur. Freie Aktion. Ronga, erledige diese Katze mit dem Speer. Das schwächt sie. Guter Tipp. Und ich würde mich dann um das Haus herum begeben, nach Süden und um das Haus herum so ein Stück. Das bin ich. Ist der Falsche? Sorry. Genau, hast du wahrscheinlich schon in deinem Leben die ein oder andere Hexe in deinem Leben nicht unbedingt getötet oder verbrannt, aber vor allem auch deren vertrauten Tiere beraubt. Also Ich das Wissen gesteht dir zu. würd noch ein Stück weiter gehen als Säcke. Ja, mach das. Du bist jetzt sowieso dran. Du musst jetzt auch. Ja, Dann bist du fertig. genau. Takandi ist fertig. Erngard ist dran. Katze hat sich bewegt. Pryodur, du kannst erkennen, wie sie jetzt Hexenkrallen besitzt. Und mit einem gewaltigen Krötensprung auf diese Zeltdächer springt. Das war Erngard. Vitus. Ja. Freie Aktion nutzen, zu Rengar rufen. Habt ihr keinen Bogen? Ja, du siehst an ihm keinen Bogen. Hast du auch nicht. Drei, Dann zwei, laufen wir auf zu Rengar. Zu Ronga. Ronga. Dann bist du fertig. Ilkolte Drache von Ausstein ruft: Akran dir, ich bin dein Gebieter. Und springt auf den Rücken des Drachen.
Er hat sich bewegt und positioniert und sieht nicht so aus, als ob er die Kontrolle hat. Zumindest für Prayo, du kannst das erkennen. Das sieht, wie gesagt, nicht so aus, als ob er die Kontrolle hat, sondern die eher bei der Hexe liegt. Aber er glaubt zumindest, dass er das tut. Bunga. Ja, in einer freien Aktion lasse ich mein Schwert fallen. Und nehme dann mit Schnellziehen in einer Aktion ein Wurfspeer vom Rücken. Habe ich gesehen, wo die Katze hingegangen ist? Ins Haus. Ins Haus? Okay. Mein Wurfspeer wird trotzdem vom Rücken genommen. Und ja, eine Aktion habe ich noch zur nächsten Kampfrunde. Ich mache schon mal den Wurf bereit. Kostet mich eine Aktion, Wurf bereit zu machen. Gut, dann nächste Kampfrunde. Wir starten mit Pryodor. Die Hexe sind auf dem Dach, oder? Oben auf dem Dach, ja. Ihr habt die auch schon wahrscheinlich auch schon gesehen. Ja, natürlich. Hi. Ich warte, ich ziehe mich ein Stück zurück in die Ecke, dass ich mich vielleicht nicht sehen kann, und dann warte ich ab, bis sie kommt. Kann ich mich da sehen? Keine Ahnung, weiß nicht. Ob man dann Sichtschutz wissen? Wenig, ne? Also wieder irgendwie ein verkohlter Holzbalken aber, oder sowas. Aber sie kann mich nicht direkt anspringen, mal so rum. Zumindest ja, nicht direkt anspringen, genau. Schauen wir mal, ne? Gegen so viele Hexen hast du noch nicht gekämpft. Ich fange mal mit Tarkrandir an. Der bewegt sich und zwar gemeinsam mit Drachwill. Wieder hierhin. 10 Stück. Und okay. Notböse. Gut, das war Tarkrandir. Seine Aktion Angriff kann er nicht machen, das heißt, er wird noch parieren oder ausweichen sich übrig behalten. Dann ist Erngard dran. Erngard macht einen weiteren Kröten-Sprung und steht plötzlich über dir und spuckt dir dann voll ins Gesicht. Gestattet mir zumindest ein Ausweichen? Ausweichen, klar. Ich muss gerade überlegen, das ist eine ganz normale 3W20-Probe, ne? Ist ja ein Zauber. Ist eine Wurfwaffe, also dann wie spucken wir Wurf? Es geht darum, dass Hexen so einen Zauber haben, wo sie mit dieser Säure ins Gesicht. Genau, den Hexenspeichel in Böse. Ist ein Zauber denn? Genau, dann ist es Hexengalle, genau. Ich muss gerade mal schauen. Du wirfst einen Zauber und dann wirfst du eine Fernkampf-modifizierte um irgendwas, ich weiß nicht. Das muss ich mir jetzt gerade mal angucken. Wo der Hexenkralle, Hexenknoten, Hexenholz, Hexengalle. Danke für die Hilfe, Nico. So, der Speichel der Hexe wird ätzend und richtet beim Auftreffen auf ungestützte Stellen für je eine HP kann ein SP erzielt werden. Die kann also ordentlich was reinsetzen. Zusätzlich wird das Opfer von Übelkeit gepackt, schmeckt Galle im Mund und muss sofort um die erlittenen SP an der Probe ablegen. Bei Gelingen bleibt das Opfer unbeeinträchtigt. Zauber garantiert nicht, dass die Spucke den Zaubernden ihr Ziel findet. Dazu ist ein um den Rüstungsschutz erschwerter Fernkampfangriff. Probe mit W20 plus 10 nötig. Da der zwei Aktionen dauert, sie ist doch einmal gesprungen. Kostet das nicht eine Aktion? Sie kann das ja die ganze Zeit schon gemacht haben. Ja, gut. Also sie müsste jetzt nur noch treffen, sie hat aber jetzt nicht getroffen. Zumindest nicht mit der 17, das ist nicht dran. Mit einer Fernkampfbasis unter 7? Achso, da plus 10 steht das, ja, das ist tatsächlich dann Fernkampfbasis, dann hat sie tatsächlich dann auf die 17 hat sie dann tatsächlich getroffen. Ja, aber plus 3 oder Rüstschutz. Hast du einen Rüstschutz? Eins? Ich habe einen Rüstschutz sogar von Gesamt von 2. Okay, dann setze ich ihren Fernkampf Basis auf 7 und die schafft sie dann nicht. Ja. Gut, danke für die Hilfe. Und das war ihre Aktion von Erngard Vitus. Wir stehen da ja glücklicherweise in Sicherheit. Wie können wir weitermachen? Priodur. Priodur ist nicht bei dir, ja, ich bin bei dir und ich habe bereits meinen Wurfspeer in der Hand und eindeutig angelegt auf Richtung des Drachens.
Also ich will was tun. Was ich tun will, siehst du aber nicht, da ich eine höhere Initiative habe. Dann, Vitus ist fertig. Das kannst du natürlich noch parieren. Ilkold ist dran. Ilkold sprint von dem Drachen herab. Und ich würde das einfach als Sturmangriff machen. Ja, da ziehe ich vor. Ja. Und zwar, wenn ich sehe, dass er sich da runter sprinten möchte, mache ich eine freie Aktion Schritt in seine Richtung. Oder vielleicht sogar zwei, denn ich möchte ordentlich Wucht holen. Und werfe ihn dann den Wurfspeer entgegen. Ihm, ja? Ja, ihm, nicht den Drachen. Okay. Ich dachte, du wolltest Tarkan dir. Nö, holen wir uns erstmal die alle anderen und dann den Drachen. So. Jeden einzelnen Soldaten in der Festung einzeln töten. 18, mit einer, ich glaube, da kommen nicht allzu viele Sternisse rauf, minus 2, weil, nein, das sollte geschafft sein. Das ist ein sehr großes Ziel. Nein, das ist Ilkold selber ist menschengroß. Genau, das ist plus 2. Schnelles Bewegung ist zwar, aber der läuft auf mich zu, also ist es nicht sehr schnelle. Da kommen nochmal plus 2, kommen wir auf effektiv plus 2. Ich kann auch Punkte ausgleichen, ist geschafft. Sehe ich auch so. Aber ich kann natürlich parieren. Parade. 15. Mit der Schwernis für Wurfwaffen wieder nicht. Ja, dann sind es 13 Schaden und er darf eine Körperkraftprobe machen. Schauen wir mal nach. 1. Meisterhaft. Den Schildarm. Gut. Ja, da er. Wenn er noch auf mich zustürmen will, ist er jetzt nicht mehr weit genug weg, denn ich bin an ihn rangetreten. Nee, er ist über die letzten Aktionen. Ist er ja schon von Bakrandir, der ist von da nach dahin gelaufen und er stand oben drauf. Also die Aktionen gehen ja von hier aus dahin, ist ein Sturmangriff. Also er hat noch genug Meter. Weil die Bewegung ja von hier hinten ausging. Die hat er dann über eine ganze Kampfrunde, beziehungsweise über zwei Kampfrunden, eine Kampfrunde, zwei Aktionen hatte die gemacht, die Bewegung. Er steht okay, ja nicht bei mir. Dann muss ich dem Sturmangriff jetzt entgegentreten. Ja, er springt, auch wenn die 4 Meter, wie gesagt, ich gebe ihm die Geschwindigkeit von Tarkrandir und seine halbe. Also ich würde die einfach aufsummieren. Tarkrandir hat eine Geschwindigkeit von 6. 6 halbe sind 3 und seine sind 8. Halbe sind insgesamt ein plus 7er Bonus. Kannst du noch ausweichen? Nein, ich Gut. habe noch eine Aktion, in der würde ich parieren wollen. Da ich aber kein Schwert in der Hand habe, pariere ich im Raufen. Ja, dann mache ich keinen Wuchtanschlag. Ich habe sowieso noch Schaden, ich würfel einfach mal. Aua. Möchte das jemand Schicksalspunkten? Ja, ich gebe ihm Schicksalspunkt. Ja, zum Neuwürfeln von seiner 1. Natürlich. Ja, was will es? Genau, du kannst nicht die Aktion von Ronga neuwürfeln lassen, aber die eines NPCs. Das ist nur noch getroffen. Ansonsten, spaßeshalber, würden da plus 7 sind 19 mal 2. 19 mal 2 wäre ganz sicher der Tod von Ronga gewesen. Vermutlich. So sind es nur ja. 19 TP. Ich gehe mit dem Manöver Eisenarm. Gar nicht, warte, stopp. Nicht 19, sondern ich kriege ja noch 4 obendrauf und die halbe Geschwindigkeit, also 23. 23, gut. Ich gehe mit dem Manöver Eisenarm rein, das erlaubt mir Waffen im Handgemenge, also im Parade als waffenlos zu parieren, so. Und gibt mir nicht den zusätzlichen Aufschlag von plus 3, weil wegen bewaffneten Kämpfer. Das ist mit einer 9. Ich bekomme eine minus 1 wegen hoher Init. Das ist geschafft. Das heißt, ich kriege trotzdem Schaden. 23 waren es. 23? Die werden jedoch, weil gelungene Parade halbiert. Und dann wegen dem Manöver werden die nochmal halbiert. Also effektiv geviertelt. Die Schadenspunkte, ne? Nicht die Trefferpunkte. Ja, die Trefferpunkte. Da also 23 halbe. Von ab. 23. Sind 24 halbiert, sind 12? Sind 6. Korrekt? Ja, genau. Gut, dann bekommst du 6 TP. In deinen Arm. Machen wir das in den Arm, ja? Ja, in den Arm. Also da werde ich jetzt keine Trefferzone auswürfeln, das ist jetzt in den Arm. Okay, dann habe ich 2 Lebenspunkte verloren, denn ich habe 4 Rüstungsschutz an den Arm. Kommt das? Nee, würde ich vorher abziehen. Also dann wird der Rüstungsschutz wird vorher abgezogen, dann machen wir aus den 23, machen wir eine 19.
sind 20, halbiert sind 5. Ne? Also dann müssen wir es richtig machen. Okay. 5 TP, beziehungsweise 5 SP. Das war Ilkold mit seinem Sturmangriff. Verlierst du irgendwie Punkte noch? Nee, ne? Nein. Warum? Ja, hätte ja sein können. Wir können Wunden ja ignorieren durch den Blitz. Hätte ja sein können wegen gelungener Sturmangriff, dass du dann noch irgendwas verlierst? Nein, nur misslungener Sturmangriff gibt dann Vorteile und Nachteile. Ja, gut, alles klar. Dann nächste Kampfrunde. Prayodur wäre dran, Ilkold zieht vor. Und zwar möchte ich jetzt gerne Rongar töten. 2 Angriffe auf Rongar. Ja, ich ziehe vor. Und zwar laufe ich rückwärts. Ich denke, gut, ich muss mir. Kommt der Passierschlag? Ja, den Passierschlag kriegt er auf jeden Fall. Ist er schon um 10? Ja, geschafft. Sind 12 TP in 1, dein linkes Bein. So, du hast ja gesagt, du schreibst die Lebenspunkte aus. Wollen wir das so durchziehen oder soll ich weiter für mich selbst administrieren? Du machst das mal, weil sonst muss ich so viele Lebenspunkte managen, das ist mir zu viel. Dachte ich mir schon. So. Danke. Ja, dann sind das 9 Schaden ins linke Bein. Das ist genau auf meiner Wunschwelle. Okay. Ja, du kannst hier ignorieren, die Wunschwelle. Ja, stimmt auch. Ah. Aber du kannst erstmal weglaufen. Und zwar nicht weglaufen, sondern nur 3 freie Aktionen Schritt nach hinten. Zu deinem Schwert? Mein Schwert, genau. Die 3 freien Aktionen habe ich ja eben schon gemacht. Stopp, ich würde Takran dir auch nochmal einen Biss zustehen. Er hat eine Attacke von, ich sag mal, 12. Und warum? Also der ist ja auf der 14. Was wir machen, findet ja schon auf der 24. Aber es ist schon ein Passierschlag. Also er hat Passierbiss. Aber er hat sowieso nicht getroffen. Passierbiss, in Ordnung. Gut, dann bist du an deinem Schwert. Dann machen wir weiter bei Prayodur. Ja, die Hexe, die steht auf dieser Halbruine. Auf dem Holzbalken und sie spuckt dir noch einmal entgegen. Wie stark beschädigt sie den Holzbalken? Wenn ich dagegen schlage, würde er zerbrechen? Also mit einem Schwert nein, mit einem Streitkolben vielleicht. Wenn du... Ja, das ist natürlich jetzt schwierig. Ich sag mal, wenn du 10 TP anrichtest, dann bricht er durch. Sie spuckt dir vorher ins Gesicht. 6. Schlag mit Preios Zepter. 6, dann ist das mit deinem Rüstungsschutz wieder nicht geschafft. Doch, ist es natürlich. Nein, eben nicht. Oh, ja, doch, oder? Doch, sie hat einen Angriff von 16. Plus 10, sondern... Sie hat 6 gewürfelt, beziehungsweise von 17 plus 2, das heißt auf der 5, bis zu 15 würde sie treffen. So, was passiert denn, wenn ich dich getroffen habe? Ich kann ASP anrichten und zwar, ich spuck dir einfach mal für herzhafte, sagen wir einfach 10 ASP, spuck ich dir ins Gesicht. Ich kann es ein bisschen ausweichen, oder? Und ZFP-Schwert steht ganz unten. ZFP-Sterner-Schwerter Ausweichenprobe. Wieso? Eine ZFP-Schwert? Dem Opfer steht eine ZFP-Sterner-Schwerter Ausweichenprobe zu. Okay, dann lass ich das. Schaffe ich nicht. Das weißt du ja nicht. Okay, nimmst du die 10 SP? Ja. Gut, dann schauen wir mal gerade. Bei Gelingen bleibt das Opfer unbeeinträchtigt. Du musst erstmal eine Konstitutionsprobe ablegen, die um 10 SP erschwert ist. Wow. Das ist krass, ne? Drück die Daumen. Frage ist jetzt, zählt das denn unter dem Märtyrersiegen? Negiert er da sowas nicht auch? Ich kann meine Selbstbeherrschung nur erhöht. Und ich kann Schmerzen ignorieren. Und ja, man Schmerzen und Wunden ignorieren. Dann... Ja, es ist halt Resistenz gegen tierische Zauber. Kontaktgifte helfen bei der K.O.-Probe. Es ist ein Gift, was jetzt wirkt. Okay, gut. Das negiert das dann wohl nicht. Bei Misslingen bist du für die nächsten 5 Kampfrunden mit Wirken und Erbrechen beschäftigt. Steht eine Selbstbeherrschungsprobe zu? Laut diesem Zauber nicht. Ich würde es dir aber zugestehen. Gut, eine Selbstbeherrschungsprobe ist ja um 5 erhöht. Durch die Märtyrersiegen. Die Hexengalle ist schon richtig ekelhaft, Alter. Ja, ist schon stark.
Aber das Ding ist, wenn du daneben spuckst, ist es halt verloren gegangen. Normalerweise, außer du hast die Variante, dass es giftig bleibt. Ah, siehst du, die ZFP muss, die ASP muss ich mir auch noch abziehen, ne? Ja, meine Selbstbeherrschungsprobe ist gelungen. Gut, dann musst du zumindest nicht würgen, aber kriegst trotzdem 10 SP. Direkt ein Scheintraum. Dann, das war die vorgezogene Aktion, du bist dran. Ich würde natürlich jetzt nach ihr schlagen, nicht nur nach dem Ast, dem Balken. Achso, nach ihr. Ja, nach ihr. Nach ihrem Bein wahrscheinlich, ich komme ja am Es wahrscheinlich ran. Ja, auf einer Höhe von, ich sag mal, 2 Meter, da kommst du noch dran, aber ich würde mal sagen, mit einer AT plus... Also ich bin 1,90 groß, also... Ja, ich sag mal, mit einer AT plus 3. Okay. Lass dir die 2 Meter doch fallen. Hey, ist ein 2W6 minus 2. Haben oder nicht haben. Okay. Ich muss gerade überlegen. Sie hatte eine Aktion für Spucken benutzt, dann würde sie noch versuchen auszuweichen. Wie lange dauert der Zauber eigentlich? Warum fahren da der Heck die Hexen gerade? Sie hat jetzt jede Aktion Hexengalle gewirkt, oder? Nee, sie macht einmal die Hexengalle an und kann dich dann für beliebig lange Zeit anspucken. Okay. Für das vier Spielrunden. Genau. So, das heißt, ich könnte jetzt ausweichen. Eins. Bestätigt freies Ausweichen mit der 1. Liegt wohl wahrscheinlich daran, dass sie den Krötensprung aktiviert hat. Aber nach ihr schlagen und sie hebt ab. Ja, springt einmal hinter dich, mache ich eine Aktion Position draus, weil ich nett bin, und steht dann plötzlich in deinem Rücken. Ich hasse Hexen. Ja, jetzt noch mehr. Der Höhlendrache hackt an dir, kann gerade nicht so viel machen. Hat er nur einmal frei zugebissen. Erngard ist fertig. Vitus ist dran. Ich würde gerne meinen Beil holen. Okay, dann würfel mal eine Klettern. Sieht gut aus. Dann verschwindest du in dem Lagerhaus der Ruine, kannst dein Beil nehmen und könntest dann nächste Aktion sogar wieder damit werfen. Ilkold hatte nur nach dir Passier geschlagt. Er hat aber schon 2 Griffe angesagt. Ja, er kann aber das Schlagen kann er nicht mehr umwandeln. Also mit Kampfgespür kann er frei umwandeln. Stimmt, wir waren auch nicht in seiner Initiative-Phase. Wir haben nur beide vorgezogen. Und richtig, mit Kampfgespür kann ich so oder so noch frei umwandeln. Aber er muss halt vorher trotzdem ansagen. Also ich würde einfach eine Aktion Position machen. Muss er gar nicht. Er geht einfach wieder 2 Schritte auf dich zu. Und schlägt dann zweimal. Und zwar das Schwert, was du hast. Nee. Du hast schon eine Aktion Bewegung gemacht. Ich bin 2 Schritte genauso wie du in freien Aktion gegangen. Okay, stimmt. Nach hinten. Stimmt. Ich ziehe mit einer Aktion vor, und zwar mit einer Gewandtheitsprobe kann ich mein Schwert vom Boden aufheben. Eine Aktion. Ja. Du stehst trotzdem noch mit dem Rücken zu ihm. Mit dem Rücken? Ja, wenn er jetzt mich zuhackt, stehst du mit dem Rücken zu ihm. Hast dich noch nicht umgedreht. Brauche ich dafür eine Aktion oder eine freie Aktion? Du brauchst dafür eine Aktion Position, um dich umzudrehen um 180 Grad. Geht in WDS. Ja, dann schlag mir mal Passierschlag in den Rücken, denn sobald ich mein Schwert habe, fange ich an zu rennen. Ja, aber warte. Deine erste Aktion ist mit der Gewandtheitsprobe aufheben. Genau. Und dann hau ich in meiner ersten Aktion zu. Okay, ja, das kommt soweit, weil 8 Initiativphasen später. Ja, erleichtert um 5, weil in den Rücken, und ich habe eine 21, das heißt, ich gebe mir Wucht 6. Das ist geschafft. Sind sagenhafte 8 plus 6 sind 14. In deinen Bauch, beziehungsweise in den Rücken. 14 in den Rücken. 14 in den Rücken. Sollte das eine Wunde sein? Ich kann sowieso nicht würfeln. Sollte das eine Wunde sein, dann 1W6 Zusatz. Nein, das sind wieder 9 Schaden. Und okay. Genau auf der Wundschwelle. Dann kannst du jetzt weglaufen. Willst du das tun? Ja, das tue ich. Und zwar hier lang und gehe um die Häuserenke. 8 Schritte kann ich laufen. Das Problem ist, ich habe keine freien Aktionen mehr, aber ich habe noch eine weitere Aktion, die ich dir ebenso hinterherlaufen kann. Und wir stehen genauso wie eben. Dann bin ich fertig. Nächste Kampfrunde, Priodur.
Ich habe gerade noch diesen Zauber wirklich den Hexen, da steht nichts, dass man den dauernd wirken kann. Ist jeweils zwei Aktionen. Es gibt Wirkungsdauer, augenblicklich. Es gibt eine Variante, da mit plus 3 und dafür bleibt es dauerhaft. Ja, hat er auch nicht angesagt. Nö, du hast ja gar nichts gehört, was sie angesagt hat. Ich meine, du jetzt anfangen müssen, die Variante, oder? Nicht, wenn du keine Sinnschärfeprobe schaffst, nicht, wenn du eine Magie... Okay, kurz ab. Ich muss mir jetzt umdrehen, nach hier schlagen. Ich brauche eine Aktion, Position zu umdrehen, nachher nicht? Ich würde vorher ziehen und mit meinen Hexenkrallen nach dir... Da würde ich auch vorher vorziehen. Okay, dann fangen wir bei dir an. Und zwar, ich laufe hier gerade die Ecke, da Drachwell Ekold direkt hinter meinem Arsch, aber das kann ich höchstens hören. Möchtest du sie sturm angreifen? Mit Schwert in der Hand sturm angreife ich die jetzt, ja. Okay. Direkt in ihren Bauch rammen, beziehungsweise in ihre Rippen. Ja, sie hat eigentlich nicht vorgehabt zu parieren, dann mach Schaden. Also erstmal den Sturmangriff. Genau, erstmal würfel ich den Angriff. Der ist gelungen. Ist gelungen. Und ich habe eine GS von 8, halb, das ist plus 8 insgesamt. Das sind 24 Schaden. Ich glaube, sie ist kampfunfähig. In den Schwertarm, wo alle meine Schläge momentan hingehen. 24, ja, sie ist nicht tot, aber sie ist kampfunfähig mit 3 Wunden am Boden. Zustand. Ja,